Tiere geraten immer wieder in Konflikte mit anderen Tieren, sei es wegen ihres Territoriums, ihrer Nahrung oder ihrer Weibchen. Hast du schon einmal gesehen, wie ein Guanaco einen Fuchs angreift? Oder zwei riesige Bären, die aufrecht stehend mitten auf der Straße miteinander ringen? Wenn du ein paar verrückte Begegnungen sehen willst, dann sieh dir die 43 schrecklichsten Kämpfe zwischen wilden Tieren an, die ziemlich extrem werden. Nummer 43. Wanderfalken. Wanderfalken sind unglaubliche Raubtiere und die schnellsten Tiere der Welt. Sie können Beutetiere ausschalten, die viel größer sind als sie selbst. Aber es ist das erste Mal, dass ich zwei Wanderfalken miteinander kämpfen sehe. Diese Vögel sind mit sich selbst genauso bösartig wie mit anderen Tieren. Nummer 42. Rivalisierende Hunde. Diese Hunde verbünden sich mit einem anderen Hund. Für mich sieht das eher nach Töten als nach Ringen aus. Aber ich schätze, so nennt man das in Hundesprache. Es sieht nicht gut aus für diesen Hund. Hundeparks sind Orte, an denen sich viele Hunde treffen und manchmal kann es in einem Chaos enden, wie du in diesem Video hier sehen kannst. Nur weil sie alle Hunde sind, heißt das nicht, dass sie sich alle vertragen. Nummer 41. Diese streunenden Hunde greifen einen anderen streunenden Hund an. Aber dann sieht es so aus, als wäre jeder Hund auf sich allein gestellt, während der Kampf weitergeht. Der Kampf eskaliert, aber scheint, als wären die Hunde an diese Art der Interaktion gewöhnt. Die drei Angreifer verlassen schließlich das Viertel, als ob sie gekommen wären, um die Botschaft zu überbringen. Nummer 40. Bussard. Dieser Bussard kauert im Gras, als ein Schwarm Kiebitzer einen Luftangriff epischen Ausmaßes auf ihn startet. Am Ende der Tortur geht es dem Bussard gut und er ist wieder einsatzbereit. Während einige Hasen auf der Wiese flirten, scheint der Bussard sie mit Kaninchen zu verwechseln, die für einen Bussard zu groß sein können, um sie zu töten oder zu heben. Der Bussard erkennt seinen Irrtum und fliegt traurig davon, während der Hase reagiert, als würde er angegriffen werden. Eine Schleiereule wird von zwei Bussarden angegriffen, weil sie das haben wollen, was er hat. Überwältigt flieht die Schleiereule und überlässt den Bussarden ihre Beute. Nummer 39. Kojote gegen Katze. Eine schwarze Katze namens Rosie wird von einem Kojoten gejagt. Und obwohl der Kojote die Katze ein paar Mal fast schnappt und ihr sogar einmal sehr nahe kommt, ist die Katze schnell genug, um zu entkommen. Das junge Mädchen, dem Rosie gehört, ist am Ende des Videos auf einem Foto mit ihrer Katze zu sehen. Wenn Jaguare Kaimane jagen, gewinnen sie in der Regel. Und so wie dieser Kampf verläuft, sieht es nicht so aus, als würde es anders sein. Die Großkatze packt den Kaiman am Hals und versucht ihm den letzten Schlag zu versetzen. Noch erstaunlicher ist, dass der Jaguar das alles im Wasser macht, dem natürlichen Lebensraum des Kaimans. Nummer 38. Tamandua vs. Hund. Der Tamandua ist eine Art Ameisenbär, aber wenn ich mir den Tamandua in diesem Video ansehe, sieht er eher aus wie Ralph Macchio in dem Originalfilm Karate Kid. Das Tier behauptet sich und trotz dem Hund, indem es sich aufrichtet und die Arme ausstreckt, um den Hund jederzeit zu schlagen, wenn er ihm zu nahe kommt. Die Strategie scheint zu funktionieren und hält den Hund in Schach. Ein anderer Tamandua versucht, sich dem Ansturm von zwei Hunden zu widersetzen, von denen einer ein Rottweiler ist, was nicht so einfach ist. Der Rottweiler beißt den Ameisenbär ein paar Mal und kippt ihn dann um, aber das war's auch schon. Als der schwarze Hund aggressiv nach einem Tamandua schnappt, klammert sich der Ameisenbär an den Hund. Und so wie es aussieht, fühlt er sich dabei nicht besonders wohl, denn der Hund rennt wie der Wind und lässt seinen kleinen Jagdausflug sausen. Ich schätze, diese Ameisenbären sind nicht zimperlich und diese Bewegungen sind nicht ohne Grund da. Nummer 37. Wölfe. Dieser Wolf muss Prügel einstecken, weil er in ein unbekanntes Gebiet eingedrungen ist und das betreffende Rudel gestört hat. Er hat Glück, dass er am Ende lebend und unversehrt davonkommt. Ich frage mich, warum ein einsamer Wolf auf der Suche nach Ärger sein sollte. Nummer 36. Leoparde. Zwei Leoparden geraten auf dem Gipfel eines Berges in einen heftigen Kampf. Und als die Dinge außer Kontrolle geraten, stürzen die Großkatzen den Berg hinunter. Aber vor allem eine Katze kommt mit einem spitzen Felsbrocken in Berührung. Und nach diesem Aufprall würde es mich nicht wundern, wenn die Katze getötet wird. Nummer 35. Büffel gegen Warzenschwein. Das muss der ausgeglichenste Kampf sein, den ich je im Busch gesehen habe. Ein winziges Warzenschweinferkel behauptet sich vor 10 Kaffernbüffeln. Was ist das für eine Herausforderung? Einer der Büffel findet den Mut, sich auf das mächtige Warzenschwein zu stürzen und es von seinem Platz zu stoßen. Ich wusste gar nicht, dass Kaffernbüffel so mutig sein können. Nummer 34. Wildhunde gegen Krokodile. Diese Wildhunde kommen an, um zwei Krokodile zu ärgern. Nach ein paar zögerlichen Bewegungen der Hunde dreht sich eines der Krokodile um, was für die Hunde eine Warnung ist, vorsichtig zu sein. Nummer 33. Adlerkampf.
Es war eines der seltensten und unvergesslichsten Erlebnisse, das ein Tierfreund hatte, als er diese beiden Vögel beobachtete. Beide Vögel kämpfen darum, wer von ihnen den Fisch bekommt. Ein weiterer interessanter Teil des Gefechts war, als eine Dschungelkrähe kam, um den Fisch zu erbeuten. Nummer 32. Fuchs gegen Adler. Ein hinterhältiger Fuchs schlängelt sich auf dem glatten Eis an ein paar Adlern vorbei und versucht, denen den Fang zu stehlen. Als einer der Adler das bemerkt, versucht er, das schlaue Tier aufzuhalten, und der Fuchs weicht zurück, aber nur, um wieder zuzuschlagen, bis er schließlich mit der Beute davonläuft. Nummer 31. Kaninchen beim Boxen. Diese zwei Jungs nutzen zwingende Argumente für ihre Meinungsverschiedenheiten. In Zeitlupe kannst du sehen, wie schnell sie wirklich sind. Diese Jungs brauchen so schnell wie möglich einen Agenten, sonst ist das ganze Talent vergeudet. Als ein Mann auf der Straße unterwegs war und diese beiden streiten sah, konnte er nicht anders und hielt an, um den Kampf zu filmen. Die Zeit hat sich gelohnt, denn diese beiden kämpfen wie Sündenböcke. Diese beiden Ninja-Kaninchen gehören zu verschiedenen Clans und einer versucht, den anderen zu tyrannisieren, aber am Ende geht der Tyrann mit eingezogenem Schwanz nach Hause. Nummer 30. Truthahn gegen Ente. Ein Truthahn nutzt seinen Größenvorteil, um eine Ente zu schikanieren. Aber die Ente ist nicht faul und schlägt zurück, sodass die Ente irgendwann die Oberhand zu haben scheint. Aber der Truthahn, der größer ist, übernimmt wieder die Kontrolle über den Kampf. Ein großer Truthahn bringt einige Enten in Aufruhr, als er es auf eine bestimmte Ente abgesehen hat. Die Ente behauptet sich, aber nicht sehr lange. Als der Truthahn aggressiver wird, flieht die Ente. Nummer 29. Ratte gegen Ente. In diesem Video überfällt eine aggressive Straßenratte ein Entenküken und das Entenküken ist dem angriffslustigen Nager nicht gewachsen. Nachdem die Ratte das Entenküken getötet hat, trägt sie es zurück ins Wasser und auf einen kleinen Felsen. Nummer 28. Hirsch gegen Kojote. Ein paar Kojoten versuchen, ein großes Reh in einem Graben in die Enge zu treiben, aber das ist gar nicht so einfach. Der Hirsch steht da und wartet ab, was die Kojoten tun werden. Ehrlich gesagt tun sie nicht viel, außer sich gegenseitig zu beraten. Nummer 27. Wir haben in einem früheren Video gesehen, wozu Mufflons fähig sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so verrückt sind. Sieh dir an, wie dieses Mufflon in das Hinterteil des Pferdes rammt. Das Pferd ist verärgert, aber es versucht nicht, dem Mufflon etwas anzutun. Dieses Mufflon ist ein verrücktes Tier. Nummer 26. Alligatoren. Alligatoren sind Teil des Lebens in Florida. In jedem See, Teich und kleinen Gewässer leben wahrscheinlich einige dieser Reptilien. Dieser erstaunliche Kampf zwischen zwei Alligatoren wurde mit der Kamera festgehalten. Die beiden Reptilien sind sich ebenbürtig, aber nach einiger Zeit der Raufereien beschließt einer der Alligatoren, ins Wasser zurückzukehren, dicht gefolgt von dem anderen Alligator. Nummer 25. Krokodil und Alligator. Zwei Krokodile liefern sich einen Kampf im Wasser, aber beide scheinen unmotiviert zu sein und gehen einfach nur zur Tagesordnung über. Ich vermute, dass sie täglich mit solchen Situationen konfrontiert werden und manchmal einfach keine Lust haben. Letztes Jahr erlebten Tierfreunde auf der Sonnenuntergangsfahrt auf dem gelben Wasser etwas Erstaunliches. Ein großes Krokodil machte sich über einen toten Wasserbüffel her, den es gefressen hatte. In einem Krokodilgehege erschreckt ein viel größeres Krokodil alle anderen Krokodile, als es ein kleineres Krokodil anvisiert und es angreift. Es beißt dem kleinen Krokodil in die Seite und rührt sich nicht von der Stelle. Ein Tierpfleger klopft mit einer langen Metallstange auf das Reptil, erschreckt es und zwingt es, sich zu lösen und das kleinere Krokodil in Ruhe zu lassen. Ein Alligator war gerade dabei, seinen Truthahn zu fressen, als ein anderer ihn unhöflich unterbrach, um es milde auszudrücken. Es ist schwer zu sagen, welches der beiden Reptilien diesen Kampf gewinnt, aber eines gewinnt es auf jeden Fall. Ein Alligatorenpaar kämpft bis zum Tod in den schwindenden Teichen des Brazos Bend State Park. Einer der beiden Alligatoren greift einen kleineren an und so wie es aussieht, könnte es hässlich werden. Ein Alligator kommt aus dem Wasser mit einem toten Alligator im Maul. Sobald er aus dem Wasser ist, ruht er sich aus und bewegt sich kaum. Zwei Krokodile geraten in ein Handgemenge und als eines von ihnen versucht, eine Todesrolle zu spielen, scheitert es. Ein anderes Krokodil flankiert das aggressive Krokodil, aber es passiert nichts. Nummer 24. Krison gegen Tipesu Intle. Diese beiden kleinen Biester tragen ihren Kampf auf der Straße aus, vor den Augen einiger Autofahrer, die sogar ihre Autos angehalten haben, um das Spektakel zu beobachten. Der Krison ist kleiner, aber er übernimmt den Kampf und schleppt den Tipesu Intle in den Wald. Nummer 23. Krähen kämpfen. Drei Krähen geraten in ein königliches Gerangel, als sie eine Meinungsverschiedenheit haben. Sie hüpfen herum und streiten sich um eine winzige Beute, die sie scheinbar nicht finden können. Könnte es sein, dass die Beute entkommen ist, während sie zu sehr mit dem Streiten beschäftigt waren? Alles ist möglich. Nummer 22. Ich sehe oft, dass Falken Schlangen töten, aber es sieht so aus, als würde die Schlange diesen Kampf gewinnen. Aber als die Kamera näher kommt, muss ich sagen, dass ich keine Ahnung habe, wer von diesen beiden Tieren gewinnt. Für mich sehen beide tot aus. Nummer 21. Katzenkampf.
Zwei Katzen treffen sich am Straßenrand und nachdem sie sich ein paar Sekunden lang angestarrt haben, gehen sie aufeinander los und greifen sich an. Sie halten einen Moment inne und als der Mann, der sie filmt, sich ihnen nähert, entfernen sie sich langsam. Ich bin sicher, wenn der Kameramann nicht da gewesen wäre, hätten sich die beiden Katzen gegenseitig umgebracht. Nummer 20. Hund gegen Kojote. Zwei Hunde jagen einen Kojoten durch den tiefen Schnee. Als der Kojote merkt, dass er nicht entkommen kann, gibt er auf und legt sich in den Schnee. Aber die Hunde hören nicht auf, ihn zu verfolgen. Der Kojote versucht, seinen Rücken mit einem riesigen Baumstamm zu schützen und stellt sich den Hunden frontal, während die beiden Hunde ihn anbellen. Nummer 19. Habicht gegen Elster. Ein Habicht greift eine Elster an und verprügelt sie ziemlich, als ob er sie gerade töten wollte. Elstern sind normalerweise diejenigen, die andere Vögel jagen und töten, also muss sich diese Elster seltsam fühlen, wenn sie dieses Mal das Opfer ist. Nummer 18. Gans. Eine Gans beißt eine Ente in den Hals und lässt nicht mehr los. Die Ente versucht, die Gans abzuwehren, aber die Gans ist entschlossen und sieht fast so aus, als hätte sie verrückt den Klebstoff benutzt, als sie sich an der Ente festhielt. Sogar ein Freund versucht zu helfen und schaffte schließlich, die Gans von dort wegzubringen. Das ist eine verrückte Gans. Nummer 17. Krähen gegen Adler. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sehen würde, aber ein paar Krähen belästigen einen Adler und sie lassen nicht locker, bis der Adler abhebt. Es hätte für die Krähen gefährlich werden können, aber das schien sie nicht zu kümmern. Nummer 16. Hund gegen Ameisenbär. Ameisenbären sind nicht zimperlich und dieser Ameisenbär zeigt allen warum. Als ein Hund versucht ihn anzugreifen, wehrt er den Hund ab, ohne es überhaupt zu versuchen. Ich habe schon gesehen, wie Ameisenbären Jaguare abgewehrt haben. Man muss also mit allem rechnen. Nummer 15. Ente gegen Möwe. Eine Möwe versucht eine Ente anzugreifen, aber die Ente zeigte der Möwe, worum es beim Kämpfen geht. Sie griff die Möwe unerbittlich an und verjagte sie. Aber die Möwe kam zurück und der Kampf ging weiter, aber die Ente hielt ihre Position, bis sich die Möwe beruhigte. Nummer 14. Zwei Turmfalken sind in einen Kampf verwickelt und einer der Falken überwältigt den anderen und drückt ihn zu Boden. Der Turmfalke, der oben liegt, benutzt den anderen, um sich wie ein Kreisel auf ihm zu drehen, bis der unterlegene Turmfalke entkommt. Nummer 13. Waraneidechse gegen Schlange. Warane sind die intelligentesten Echsen und gehören zu den klügsten Reptilien überhaupt. Sie blinzeln nicht und haben ein ausgezeichnetes Sehvermögen. Wissenschaftler haben Warane dabei beobachtet, wie sie Flugzeuge am Himmel beobachten. Warane sind wachsame und geschickte Raubtiere. Gestreifte Ringelnattern sind im Allgemeinen sehr defensiv. Sie sind von ihrer Fähigkeit, sich zu verteidigen, überzeugt. Die beiden starren sich also die letzten paar Minuten an und gehen dann weg. Was für eine Zeitverschwendung. Nummer 12. Krähe gegen Ratte. Vier Krähen umzingeln eine Ratte und greifen sie an. Die Ratte verschanzt sich in einem Loch, aber es ist nicht tief genug, um sich vor den Angriffen der Krähen zu schützen. Weitere Krähen kommen hinzu, aber die Ratte wehrt sich. Eine Krähe versucht, die Nager an seinem Schwanz aus dem Loch zu ziehen. Das Nagetier ist verletzt und blutet, aber steht noch. Nummer 11. Schakal gegen Habicht. Die Schabrackenschakale werden tagsüber aktiv und gruben nach dem überdurchschnittlichen Sommerregen in der Region nach den reichlich vorhandenen Nagetieren. Der Habicht sah die Chance, den Schakal zu nutzen und sich möglicherweise auf eine Maus zu stürzen, die er verpasst hatte. Der Habicht irritierte den Schakal eindeutig und es war sehr interessant zu beobachten, wie der Habicht keine Angst hatte, indem er seine Flügel ausbreitete und sich behauptete, als der Schakal ihm zu nahe kam. Nummer 10. Bulle gegen Büffel. Ein Stier und ein Büffel kämpfen und schubsen sich gegenseitig vor den Augen einiger Freunde herum. Der Kampf ist nichts Besonderes, aber besser als Wiederholungen von Gilligans Insel zu sehen. Nummer 9. Carpacales im Kampf. Ein Herausforderer betritt den Ring, um gegen den Boss der Bosse zu kämpfen. Aber es wird kein einfacher Kampf. Die Vögel greifen an und kämpfen wie zwei Gladiatoren. Am Ende verliert der Champion seinen Gürtel an den Herausforderer und eine neue Regentschaft beginnt. Nummer 8. Stinktier greift Hirsche an. Normalerweise sehen wir, wie Löwen und Leoparden Impalas jagen. Aber hast du schon einmal gesehen, wie ein Stinktier einen Impala angreift? Sieh dir an, wie dieser Impala die Überraschung seines Lebens erlebt, als er an einem Stinktier riecht und das Stinktier ihn in die Schnauze beißt und nicht mehr loslässt. Nummer 7. Adler gegen Auerhahn. Zwei Auerhähne werden von einem Steinadler in Stücke gerissen. Obwohl sie ähnlich groß sind, sind die Krallen des Adlers wahnsinnig stark. Es ist ein One-Shot-Kill. Ich hätte gedacht, dass ein Auerhuhn es mit einem Adler aufnehmen kann. Aber dieses Video zeigt die extreme Tödlichkeit des Adlers. Nummer 6. Ein Hund begegnet einem aggressiven Leguan und bellt ihn immer wieder an. Der Leguan stürzt sich auf den Hund, aber mehr passiert nicht. Ein mittelgroßer schwarz-weißer Hund bedroht eine Eidechse, greift sie aber nicht an. Der Hund ist allein und die Eidechse kann einigen Schaden anrichten, wenn der Hund nicht aufpasst. Nummer 5. Specht gegen Eichelhäher. Zwei Vögel treffen sich auf einem Baum, um ihre Streitigkeiten auszutragen und der Specht nimmt es mit dem Eichelhäher auf, obwohl dieser viel kleiner ist. Nummer 4. Kookaburras vs. Elster. Zwei Kookaburras ringen miteinander, als eine Elster landet, um den Kampf zu schiedsrichten. Aber sie beschließt, dass es nach viel zu viel Spaß aussieht und schließt sich dem Kampf an.
Nummer 3. Tiger gegen Elefant. Ein Tiger nähert sich einem mittelgroßen Elefanten, als wolle er ihn angreifen. Aber sobald der Elefant sich umdreht, rennt die Raubkatze los und verfolgt den Elefanten. Nummer 2. Bärenkampf. Zwei wütende Bären treffen sich am Straßenrand und halten sich nicht zurück. Sie lassen ihren Zorn aneinander aus, indem sie sich mitten auf der Straße aufstellen und wie zwei Sumo-Ringer kämpfen. Der Kampf zieht sich mehrmals ins Gras und zurück auf die Straße, bis einer der Bären den anderen verjagt. Nummer 1. Guanaco gegen Fuchs. Guanacos sind selbst für Pumas schwer zu töten, also stell dir vor, wie schwer es für einen kleinen Fuchs sein muss. Aber diesem Video sieht es so aus, als wäre das Guanaco der Angreifer. Oder der Fuchs dachte, es wäre eine leichte Beute und fand schnell heraus, woraus Guanacos gemacht sind. Und das hier ist nicht einmal ein ausgewachsenes Guanaco, es ist ein junges Kalb. Wäre es ein ausgewachsenes Guanaco gewesen, wäre der Fuchs bereits tot. Die meisten dieser Begegnungen waren lustig anzusehen. Welches war dein Favorit? Lass es uns doch in den Kommentaren unten wissen. Das war unser Blick auf die 45 schrecklichsten Kämpfe zwischen wilden Tieren, die einfach extrem waren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau doch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.